Es haben vielleicht noch nicht alle zu trinken bekommen, aber ich möchte euch im Namen von der Buchser und der Sevler Ortsgemeinde und der Grabus ganz herzlich begrüßen zu dieser Holzgant. Das ist die erste, die Zusammenarbeit ist von diesen beiden Ortsgemeinden. Es freut uns ganz besonders, dass so viele erschienen sind. Ich hoffe, ihr behütet dann noch entsprechend gut, dass wir das Holz verkaufen können. Therese Gerber hat noch eingangs noch ein paar Sachen zum Erklären. Ich werde ihm schnell das Wort geben, bevor wir loslegen. Also ich habe eigentlich nur drei Sachen. Eine ist, da habe ich vor allem das Buchs gern. Für Sevel kann ich nicht reden, aber wenn ihr Holz aufbiegen Joss, im Wald, dann das bitte mit uns Rücksprache nehmen. Wo und wie. Weil ich habe jetzt an einigen Orten eben keine Kantnummer zeichnen, weil dann irgendwie die Bäume dann dort auf die Biegen hingekehrt wären. Also es ist mir einfach wichtig, dass ihr mit uns redet, wo man das Holz aufbiegen kann. Es ist ja kein Problem, wenn man einmal eine Biege ein bisschen trocknen lässt, dass man nicht Wasser muss heimführen muss. Und das Zweite ist, dass man die Biegen anschreibt. Das ist eigentlich auch wichtig, dass man das Jahr und die Nummern drauf schreibt. Wenn man will, wenn einem das 2-Jahr-Silo hat, hat der ein großes 5-Jahr-Silo und irgendwann haben sie ein paar Pilze gefressen. Einfach, es ist, und dann, wenn du dann dem musst nachgehen, ist das ein bisschen mühsam. Also es ist schön, wenn ihr die Biegen mit der Nummer und mit der Jahrzahl anschreiben. Dann ein weiteres ist mir noch ein Anliegen, das euch mitzuteilen. Wir müssen im Rahmen der Branchenlösung, also das geht um die Arbeitssicherheit im Wald, muss man auch Gantholzer hier einbeziehen, soweit man eigentlich kann, was wir möglich machen können. Ja. Wir werden schauen, wie man Aus- und Weiterbildung bei den Gantholzer in der nächsten Zeit kommt Faden schlagen und noch ein Angebot machen an deren, die vielleicht gerne würden, einmal ein Kürzchen machen würden. Dann werden wir in der nächsten Zeit angehen. Und dann ist Holzgant losgegangen. Die erste gemeinsame Gant von Buchs und Sevelen in der Krone zu Räfis. Interessante Bütterei. Dann geht es sofort natürlich ans Zahlen. Das war 2017. Wir sind 2018 schauen gegangen, was denn vorher passiert, bevor die Gant überhaupt stattfinden kann. Und sind zuerst mal in den Wald gegangen, gerade oberhalb von Bottinelli, Rankas am Buchsenberg. Ja, da ist einer gegangen. Und dann haben wir mit dem Dres geredet. Was machst du jetzt da? Ich tue jetzt hier die Nummern noch kurz ein bisschen aufnehmen, damit ich jetzt schon am S habe, was die einzelnen Nummern dann hergehen an Holz, oder? Dann tust du jeden Stamm einzeln messen? Ja, da habe ich geschwind, das habe ich geschwind überklüppelt mit dieser Kluppe, oder? Ja. Meist sind ja 5-meterig. Jawohl. Da ist geschwind kluppen. Was denn? Und dann tue ich die eintragen und Durchmesser weiss ich eigentlich auswendig. Da kann ich es noch gut, beziehungsweise der Inhalt von der Durchmesser kann ich noch gut einschreiben eigentlich. Und dann hat man das. Also wie meinst du jetzt auswendig? Ja, jetzt zum Beispiel ein mit 5 m 48 90 oder ein 5 Meter Durchmesser. Ja. Oder Durchmesser 47 hat jetzt muss ich gerade 95 87, oder? Jawohl. Oder ein 5 Meter 25, 25. Also ich weiss eigentlich die Durchmesser von ungefähr noch vom Tremmelmessen her. Früher hat man als Fichte Tremmel müssen messen. Jawohl. Heute geht das natürlich eigentlich beim Nutzholz dann über ein Gerät. Aha. Und vom selben her weiss ich eigentlich also die Inhalte noch einigermaßen von 16 bis 52 Durchmesser. Hat es so als Buchungs? Das ist Buchungs. Da haben wir auch Buchen. Und dann da ist ein Eschenhaufen. Aha, also der ist dort oben, der ja. Los Nummer 11. Das 11 ist Eschen, ja. Jawohl. Das sind der, die halt ab oder am Abgau sind. Ja. Die haben ja die Kranken. Wa, Abgau, was heisst das? Ja, weißt du, Eschen. Ja. Das Stängelbecher da, das kleine Stängelbecher. Ah, das ist ja, ein Pilz, ja. Wo man eingeschleppt hat aus China. Ja. Und der ist unser erster Herb. Sie verdoren von außen her. Also die Zweige sterben ab. Und, ja. Und sogar das Holz über die Wurzeln ja, wird dann noch schlecht. Ja.
Und dann hat man, von den Stämmen gibt es ja noch Nutzholz, oder? Jawohl. Wenn wir hier umschauen. Übrigens Salz, gell? Der nähe Steinbruch hier am Buchselberg jetzt. Das ist jetzt, man sagt hier, der Potinelli-Rang. Ja, genau. Weil anscheinend ist schon mal ein Vorarbeiter gsi, wo Potinelli geheißen hat. Und der ist hier am Strassen gsi. Der ist anscheinend eine Geschichte. Ja. Jetzt siehst du, das sind Eschenstämme noch. Jawohl. Oder? Zwei. Ja. Das sind hübsche, einfach einen Brauch haben, aber sonst sind schöne Eschen. Und hier haben wir ohne Eschen, die sind von denen dort oben. Jawohl. Und hier haben wir etwas dicke Buchen, die wir hier jetzt aus diesen grossen Buchen raus. Du, aber Therese, ist das auch so Schande. Also, ich meine, ich habe immer mit dem Vater müssen gehen, holzen, mit einer Holzheizung. Aber ja, wenn ich jetzt das anschaue, was siehst du da, was Buchen und Eschen ist? Ja, das also ist jetzt hier relativ einfach. Aha, außen. Also, die Buche hat gleichmäßige Farbe in der Regel. Ja. Die guten Buchen haben keinen Brauchern. Die Eschen hat hier einen Brauchern. Aha. Und die Ohrringe sind viel schärfer abgrenzt. Und wenn man es genau anschaut, hier, jawohl, dann haben sie eine Art wie so hier hinten Ringbohren. Kleine Bohren hier. Jawohl. Ringbohren. Genau. Und das stimmt, hat. Das hat Buchen eigentlich, sieht man nicht so, oder? Sie ist dort viel feiner. Ja. Ja. Und natürlich auch drinnen, wenn du drinnen anschaust. Drinnen schon, das drinnen ist mir klar. Ist relativ, ist mir grob klar. Und Buchen ist glatt. Vom Brennwert tut es schon gleich, im selben Fall, Eschen, Buchen. Die Eschen ist 96% von der Buchen. Aha. Ja. Aber natürlich dankbar zum Spalten. Und, ja. Vom selben her. Dürfen wir ja nicht gering schätzen, es ist ganz gutes Brennholz. Und jetzt nimmst du einfach dicke ab von diesen Stämmen, so, oder? Ja. Und nachher beim Los sagst du, wie viele Meter es sind? Ja, ich tue dann das hier ein bisschen eintragen, oder? 5,33 Meter. Ja, das ist jetzt so ein bisschen. Das ist nur ein Sodelbüchli, oder? Ja, 5,33, 43, 5,44, 76, 5,40, 63. Ja. Und dann gibt es einen Inhalt, oder? Ja, klar. Gibt es noch totalmäßig 5,6 Kubik. Zum Beispiel jetzt dort im Steigweg hinten, oder? Ja. Sind's dann, ja. Du bist jetzt Förster hier, eben noch zu Buchsen. Ja, Buchsen, ein Teil von Grabs. Und, ja, man ist überall noch ein bisschen. Ja. Und jetzt hast du hier die Losnummer, was ist 8 bis 11 jetzt hier, in den Potinelli-Rank hinten, oder? Ja, also da ist jetzt, das muss ich gleich schauen. Ja, da ist 9. Also das 9 habe ich gesehen, meint 9, 10, 11, 12. Aha, so. Ja, das sind genau. 4. Und dann im Steigweg ist dann dort. Sind dann. Die haben wir noch anschauen. Ja. 1 bis 8. Das sind 8 schöne Nummern. Ja. Und da kommt dann ein WO neu oder wird bei der Ortsgemeinde veröffentlicht oder Grabus? Ja, oder? Beides. Ja. Es gibt ein Inserat im WO noch und dann gleichzeitig auch. Wird es aufgeschaltet wie eine Ortsgemeinde auf der Webseite. Ja. Und noch kann man natürlich. Es gibt eine Liste, wird eine Liste gemacht für die Freizeitholzer, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und die kommt die Liste dann noch holen oder anladen. Ja. Also auf dem Kassierraum kann sie es holen. Zefeln und das Buchs. Wir haben ja ganz. Genau, es ist zusammen. Ja, genau. Zefeln und Buchs ist ganz zusammen. Und dann können sie noch die Nummern selber anschauen und dann können sie studieren, was sie wollen. Bieten nachher. Dann können sie sich ein bisschen Preis machen, oder? Ist das ein Hobby oder kommt man noch ein bisschen billiger? Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen billig. Kommt noch darauf an, es gibt ja auch Nummern, die wir im Wald einfach dünne wollen anzeichnen. Mit ihnen eigentlich auch noch. Können wir noch anschauen. Ja. Wo man dünne Bäume anzeichnet, wo sie selber kommt, mit beschränkt, sage ich jetzt vom Sicherheitsrisiko her. Und wenn es gar nicht geht, könnte man einen rufen, gell? Können wir uns rufen, wir tun teilweise die Ose im Wald fällen. Die Nummern sind sicher entschieden günstiger, als wenn du natürlich hier so einen Haufen auf dem Präsentierteller hast. Ist es vielleicht ein bisschen günstiger, als wenn es mir an Barschas verkaufen. Deshalb ist es schon noch ein bisschen günstiger. Aber es ist vor allem natürlich, die Leute kommen selber an dem Werken und in den Wald raus. Und das
schätzen sie, und das wollen wir ja auch weiterhin möglich machen. Es ist eine riesige Leistung dahinter, gell? Natürlich beim Fällen oder beim Rüsten und so weiter. Und gleich ist der Holzpreis ja weniger als nichts, manchmal, gerade eben aus. Oder warum denn da? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das Holz ist halt international, oder? Das ist voll im freien Weltmarkt ausgesetzt, Rundholz, oder? Und gerade wenn man dann wieder so einen Sturm hat, wie wir jetzt heuer hatten, Anfang Jahr, und nachher Käfer, und jetzt wieder in Norditalien, jawohl, zig Millionen Kubikmeter Sturmholz, dann tut das der Holzmarkt natürlich am Boden schmettern, oder? Und ja, es ist ein Kampf. Also ich habe gerade letztens noch zurückgeschaut, wo ich jung war. Ja. Das Holz ist vor 40 Jahren doppelt so viel wert gewesen. Eben, gell? Einfach gesagt. Ja, ja, und ja, die Löhne sind viermal kleiner gewesen. Ja, 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 ja. Und jetzt da haben wir keine Losnummer, gell? Nein, das ist jetzt eben eine Art Sägeholz, Stamm, also Lobholz, Sägeholz. Wir haben hier Buchen, das ist ein schöner Stamm. Der kommt dann die Bürstenfabrik, Ebnat. Aha. Oder? Das gibt also der für Bürstenstil und einfach für Werkzeugstil. Und das ist jetzt Eschen. Du, inzwischen weiss ich, was es ist. Eschen, Buchen, gell? Das sind Eschen. Ja. Und die sind eigentlich auch noch ordentlich begehrt. Aber was heisst begehrt, oder? Also da reden wir irgendwie von 100, 120, 30 Franken jetzt. Der Gewahr, der ist... Also der Meter? Der Kubik, oder? Ja, und ja, der ist jetzt vielleicht 150, 160, oder? Ja, und bei den Buchen ist es noch weniger, oder? Aha. So ein edler Stamm da, der ist... Sagen Sie mal, wenn es gut kommt, 120, 130 Franken, oder? Ja. Und das ist natürlich, ja, 30, das ist wirklich ein Zerfall von den Preisen gesehen in den letzten Jahrzehnten. Unheimlich, ja. Ja, jetzt vielleicht noch zum Sagen, das Brennholz. Brennholz wird gebraucht. Wir brauchen ja das meiste Brennholz eigentlich, ja, gebraucht. Eben noch zu wenig. Ja. Aber wir bringen es weg auf dem Markt. Vor allem das Hackholz ist ja der grösste Anteil. Genau. Gante, das ist eigentlich eine Nische. Genau. Gantholz. Ja. Und das geht ordentlich, aber die Preise sind gleich wie vor 30 Jahren. Ja. Also, ja, es ist ein Fakt. Ja. Wirklich. Was muss es da für einen Holzpreis, für einen Meter rechnen? Für ein Ganthold. Ja, Ganthold. Also eine schöne Nummer, Ganthold. Der Junge, ist der Kubik da jetzt bei den Eschen, wird es irgendwo bei... Hier sind vielleicht 50 Franken und die schönen Buchen, da sind jetzt noch ein bisschen Gastete drin, weil es ja die oberen Stücke sind von diesen mächtigen Buchen. Die sind sicher günstiger. Die werden nicht schon bei 57 Franken der Kubik so. Genau. Die schönen Buchen sind halt dann 60 bis 62. Der Kubik. Der Kubik, wohlverstanden, der feste Kubik. Genau. Ja. Und ein Steher ist ja dann 3/4, oder? 3/4, genau. Also das sind, wie ich jetzt schätze, also schon Maximum 5 Meter Länge, oder? Ja, es ist halt eine einfache Länge zum Messen. Und einfach alle Wege, um mit dem Kranen manipulieren. Und wer das ganze Tag herkommen kann und kann das hier versägen? Ich kann hier aufrüsten. Achtung, jawohl, jetzt Auto. Kommt ein Auto. He? Also auf. Genau. Ja. Ist also direkt an der Bergstoss. Als Kind kann ich mich erinnern, sind wir hier noch eingeschlittelt. Natürlich, gell? Das war das letzte Jahr alles vorbei gewesen, natürlich. He? Heute wird, wenn mal ein Geifel ist, nie schon gesalzen. Ja. Genau. Jetzt vielleicht noch kurz. Jawohl. Da, wenn du jetzt in der Waldeil schaust. Jawohl. Wir sind jetzt ja hier, wie man sagt, an einem ganz guten Standort. Jawohl. Vom Waldboden her. Nach was zeichnest du an? Was hast du dort jetzt gerade gemerkt? Hoppla, ja, wenn du es hier da schaust, das sind eigentlich eben mächtige Bäume. Oder? Da, die sind noch lang. Ja. Wenn du die Buche anschaust, die hat jetzt sicher 35 Meter eher. Genau. Eher noch mehr. Ja. Und jetzt gibt es da schöne Jungwuchs darunter hin, oder? Jawohl. Wenn du hier schaust, gibt es junge, schöne Bücherli. Sind schon teilweise 3-4 Meter hoch. Dort kommt sogar eine Weißtanne, die sich entwickelt. Schon. Ja. Und da hat es einfach eine, zwei Ticken mal weg. Jawohl. Ja, weil es erstens schwer genug ist und damit man den Jungen, der unten hinkommt, damit die Platz überkommt. Und damit nicht. Man kann zu lange warten und dann wird es immer schwieriger zum Fällen. Ja, klar, ohne, natürlich. Ohne, dass man einen Haufen kaputt macht, oder?
Du, mir hat es überhaupt gedacht, ja, da hinten dran, weißt, ein bisschen weiter oben links, habe ich zugeschaut. Dort hast du noch 3 angezeichnet. Das war noch gar nicht einfach, die eben zu fällen dort. Nein. Du gibst dir den Nächsten so aufgehoben, oder hat sich... Nein, da hat sich dort ergeben. Dort hat man jetzt so eigentlich so, also einen Zug, also jetzt ein Fehlenschneiseli. Aber man sollte ja fein eingreifen, weil es schon eine Schutzwald dort, damit sich klein lokal wieder Jungwuchs entwickeln kann. Oder? Und dann nimmt man einfach die Schweren weg. Und so, dass man es gerade so fällen kann, aber nicht viel mehr. Du darfst ja nicht gerade den Plätzen abrummen. Dann wäre dann wieder den, wieder den waldbaulichen Philosophien und Aber man eben genau Schutzwaldpflege. Ja, aber eben, wenn man es eben genau gibt es nur gerade deine Leute von Grabus, oder? Das ist schon. Weil der in der Mitte, wo der eben mal weg ist, ist entgangen, aber der in der Mitte, also selber war noch trickig, selber war nicht einfach. Aber die machen das schon. Es ist dann oben verhangen, oder? Unten haben sie ihn gleich weggebracht, dann haben weggelupft natürlich. Aber es ist also noch hohe Kunst, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Es ist professionelle Arbeit. Gut, das hast du gesagt, vom Steigweg gehen wir noch. Ja, wir kommen dort noch in den Steigweg. Du hast es nicht gesehen, wie sie jetzt gerichtet sind, oder? Ich glaube, 2 habe ich gesehen, in der Länge von 5 Metern habe ich gefilmt. Dann bin ich gegangen. Ja. Jetzt gleich ist es ganz gut, präsent. Super, dann gehen wir dort noch. Ja. Jetzt sind wir am Steigweg. Wenn du jetzt schaust, das Produkt, oder sagen jetzt die geleistete Arbeit, ist gut. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Das Ständli steht, weil das ist wichtig. Das ist ein Nachrücker, wie man so sagt. Aha. Die Weisstanne brauchen wir. Die ist ja auch im Lohwald eben auch wichtig, weil sie Wärme verträglich ist. Und gerade heute mit der Klimaerwärmung ist das auch länger mehr. Auch für unser Thema, was für wann warten, seine Zukunft gewappnet für die Erwärmung. Die Weisstanne brauchen wir, einfach weil sie auch den Winter ein Kleid hat. Ja. Gerade als im Schutzwald ist die wichtig, nebst den anderen Baumarten. Buchen, Ahorn und so weiter. Ja. Man sieht es noch, die los nicht oben. Jetzt sieht es natürlich gut aus, aber am Anfang, weißt du, als ich da gefilmt habe, wir sehen das ja kurz. Oder ist denn da der Stock da? Dann haben sie natürlich hier in diese Richtung genommen. Dann ist er oben natürlich verhangen. Das war noch schwierig gewesen. Darum wollte ich fragen. Dort sieht man noch ein Schürpfchen an. Aber es gibt es halt. Also. Hast du nicht die Aufgabe extra gestellt? Nein. Nein? Da hat sich ergeben. Aha. Ich probiere es eigentlich mit dem Anzeichnen möglichst einfach zu machen. Aber immer geht es natürlich nicht. Gut, sie haben es souverän gemacht, muss ich sagen, natürlich. Jetzt kommen wir so da los, Ja. Gut. Und dann haben sie eben durchgeschleppt und dann habe ich zuerst gedacht, Herrgolis, da kommt es noch rechter ins Rutschen und so weiter. Aber du sagst, es ist ein guter Weg. Ja, das ist jetzt für eine so schweres Geschirr ist jetzt das eigentlich ein idealer Weg. Sonst hören wir ja mit dem Camox, der hat ja 14 Tonnen, hören wir ja nicht neben dem Wald aus, weil er einfach schwer ist. Aber da, wo der Felsen nach ist und sowieso ein alter Weg ist und wenn es noch ganz trocken ist natürlich, ist es ideal gegangen für die Maschine. Aber man darf nicht überall mit dem in den Wald raus, sonst tut man dem Boden keinen Gefallen. Genau. He? Ja. Aber so eine Maschine schon jetzt unterpacken, zugleich fällen und so weiter, wie man es so kennt, da haben wir es nicht, oder? Ein Vollernter, nein. Genau, ja. Nein, mit dem Vollernter, das muss so das Gelände und das Holz dazu und die Wälder. Ja. Muss auch Fläche haben. Ja. Gleichliche Ware, wenn möglich. Und eben Gelände, die sich funktionieren. Die kommen auch noch bis zu einer gewissen Steile dann arbeiten. Mhm. Aber die brauchen dann Futter. Die brauchen viel Futter. Die kosten dann noch. Zwischen einer halben Million und einer Million. Oder? Ein voller Ernter. Ja. Dann gehen wir wieder zu den los. He? Das ist eben der Weg natürlich. Eben da die Maschinen reingefahren sind. Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Und wie schnell, weißt du, dass die das gemacht haben? Und dann zack, zack, zack und weg ist es. Ja. Das muss heutzutage so laufen, gell? Das muss, wenn das Holz ja sowieso nicht mehr wert ist, dann musst du wenigstens noch produktiv und effizient arbeiten, oder?
Du schaust es immer ruhig, gell, wenn du da bist. Hast du gemerkt, du schaust immer ruhig. Du bist ständig im Beobachten. Ich schaue bei Pemmu, ja. Was schaust du denn noch? Ja, wie es jetzt aussieht in der Krone. Im Kronenbereich. Jawohl. Oder wenn du es hier schaust, kann ich dir noch zeigen. Das ist jetzt eigentlich auch hübsch. Ja. Da geht unter uns, sind jetzt da, hat man ja ein bisschen geöffnet, hat das raus. Jetzt haben wir die Eichen können freistellen. Ja. Dort die, wo das Lob die um ist, oder? Jawohl. Das ist eine Eiche. Ja. Und dann da haben wir eine Lerche. Und unten dran sind Föhren. Und Föhren sind natürlich auf diesen Standort auch sehr längere mehr gefragt, weil sie einfach die Rüchne auch gut vertragen. Und die Eiche ist auch besser. Apropos Trüchen, also der Sommer hat noch ein bisschen Schaden angerichtet, oder? Ja, das kann man noch nicht, das ist schon schwierig. Ja. Das sieht man das nächste Jahr. Aha. Was für, also Herben sie bei ihm gehabt, aber sie haben schon gewisse Mechanismen, wo sie sich darauf einstellen bis in einem bestimmten Spektrum von Temperatur und Zeit. Aber wenn es dann jahreweise so ist, dann ist es schon happig im Mittelland. Argo, Basel, dort haben sie massiv noch schlechter, auch schlechtere Böden, Kiesböden. Ja, ja. Und dort haben sie schon massive Schäden. Du, apropos Trockenheit, ich habe mich schon lange gefragt, auf der anderen Seite, hast du dort eine Trinkflasche dabei? Da? Ist das ein Thermoskrug? Nein, das ist eine Art Spray zum Schreiben, aber es ist kommoder, wenn man ihn hier ein bisschen auf der Seite hat. Gut. Gut. Ja, du. Ha. Vor ein paar Tagen sind zwei Stämmchen hier gelegen. Und jetzt haben wir wie viel los hier? Ja, 8. Aber eben, da haben sie ja gemacht in einem. Ja, was haben sie? Sie haben nicht zwei Tage gehabt. Nein, bei Hutten auch nicht. Ja, nein. Und wie gross die los sind, alle unterschiedlich gross natürlich. Da wird dann alles ausgerufen, oder? Ja, also es ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Das 1 hier hat zum Beispiel 5,1 Kubik und dann hier das 2 ist ziemlich grösser, da hat 6,5. Woher weisst du das? Ja, eben weil ich das Messen habe. Ah, die hast du schon gemessen? Die habe ich schon gemessen. Aha. Oder? Die habe ich schon geklüppelt. Ja, so. Und dann, ja, die hast du ja Balen so ein bisschen. Oder? Dann 541, 540, 66, oder? Ja, dann das 0,66, dann gibt es einen Steher. Ja, und der Preis liest noch auf, ist der Anfangspreis? Ja, ich setze den Preis ein, Ja. Wo sie dann können, bieten können, ja. Der Grundpreis, oder? Du bist ja Förster, natürlich, du hast eine Ausbildung gemacht. Aber irgendwie dunkelt es mir, einfach wenn ich mit dir unterwegs bin. Du bist schon so angefressen, gell, irgendwie. Es gefällt dir irgendwie, das Ganze da. Angefressen? Ja, weißt du, so ein bisschen vom Wald und so. Also wenn nicht der Wald nicht gerne hat als Förster, dann ist er am falschen Ort. Aber kannst du einen Spaziergang machen, so in der Freizeit? Weißt du, dass du in alle Kronen reinschaust? Also die Frau, wenn wir nicht schon gefunden haben, das Grabs oder das Buchs, dann sagt sie, wenn ich einen Vorschlag mache, dann sagt sie, was musst du noch anschauen? Ja, immer. Ja, Spass an Party. Ja. Nein, wir schauen natürlich schon ein bisschen anders rein. In den Wald hier als wie wenn im Ausland oder im Ausland, wenn du zuerst im Österreich bist. Oder schaust du das Ding halt schon ein bisschen mit anderen angehen. Aber das denke ich, hört sie. Jetzt hast du gesagt, du zeigst mir noch einmal einen Ort, wo man selber fällen kann. Jawohl, deshalb gehen wir jetzt ein bisschen anzeichnen. Aha, jetzt. Wir gehen gerade miteinander rauf und schauen beständig an. Dann gehen wir. Gut, deshalb gehen wir. Jetzt hast du noch Bedenken, hä? Also ich denke, da hat sich heute schon bedenkt. Meinst du, hä? Ja. Gibt es heute schon mal so einen Diebstahl oder Frevler? Ja, es gibt ab und zu gibt schon einfach der, die dann den Koffer umfüllen. Und jetzt fragst du in der Hand, sei noch mehr rausgenommen, dem gehört es, oder? Ja, ich mache jetzt ein Foto und sage, hast du schon Holz gebraucht? Also ich war es nicht gewesen. Ja, da muss ich ihm schicken. Ja, und jetzt schaust du ein, oder was? Ob das jetzt gesagt ist? Ja, jetzt muss ich da schauen. Ich komme gleich noch. Hier ist
da braucht es schon, dass es so ein bisschen einfach ist zum Fällen, oder? Ja, ja, vielleicht muss man es dann gleich noch umtun. Ja, eben, gell? Da hat es ein bisschen viel Nadelholz, das ist jetzt nicht so. Warum nicht? Ja, das haben sie nicht so gern. Ah, wegen dem Brennwert, wegen dem? Ja, sie haben lieber schon. Lieber Nutzholz, oder? Ja. Also Buchen, das haben wir verschnappt. Buchen, ja. Brennholz oder Eschen. Ja, genau, ja, ja. Aber, ja gut, er geht jetzt weg, ich frage ihn nachher, dann nimmt man ein Wunder. Ja, daheim haben wir eine Holzheizung. Und ich habe einfach das Gefühl, hörst du meine Adresse? Ich höre dich noch, ja. Ja, super. Weißt du, ich habe einfach das Gefühl, bei einem Kachelofen, bei einem Nadelholz, kann schon schnell dazu tun. Ich bin mir einfach alle noch nicht sicher, ob das Buchung wirklich mehr bringt. Hast du es durchgeschaut? Aber ist das gleich Nadelholz da, gell? Da? Ja, es hat jetzt hier Lärchen. Lärchen, ja. Zwischendrin hat es ein bisschen Buchen. Und jetzt, wenn man hier ein bisschen die Lärchen freistellt und hilft, gibt es dann ein bisschen Buchenaushieb. Oder wo man aussen nimmt. Es braucht ein bisschen den Überblick. Also, es ja. Ist auch eine Gestaltung des Wald. Man muss in die Zukunft schauen können. Richtig, ja. So bist du. Der Wald entwickeln ist unser Job. Oder? Ja. Und das tust du ja einfach gesagt, du schaust ja, welche Bäume willst du in der Zukunft haben. Ja. Und das sind ja qualitativ gute, robuste, vitale Bäume. Und wo gutes Holz gehen. Oder? Genau. Das ist eigentlich, und nach diesen Kriterien du musst dann probieren auszulesen. Also sehr ein verantwortungsvoller Job natürlich. Und etwas, gell? Also ich meine, eben, wie gesagt, wenn der mal umgelegt hast, dann geht dann lang, bis wieder etwas nachkommt, oder? Ja, also muss ich jetzt vorstellen, in dem Wald, wo wir jetzt da sind, da werden sich ja die Bäume entwickeln, die jetzt ja. In der Oberschicht sind, oder? Jawohl. Aus der Mittelschicht. Wie meinst du das? Ja, es gibt ja Bäume, die oben durchwachsen. Man schaut jetzt in erster Linie mit diesem Bestand auf die, die in der Oberschicht wachsen und dort die besten Kandidaten dann freistellen. Ja, jawohl, ja, ja. Gleichzeitig tut man natürlich auch, der Mittelbestand wird dann auch, wenn es ein bisschen mehr Licht gibt, wird der Bestand unten wieder ein bisschen gestärkt. Es ist insgesamt natürlich vielfältiger, schichtig und auch robuster und es hat dort schon der Gumme, wo man einen Ersatz sein für die Grossen. Aha. Ja. Also weißt du, inzwischen verstehe ich das natürlich, dass du natürlich auch beim Spaziergang alle ein bisschen umschaust. Das ist natürlich ein ständiges Hirn. Oder? Also mir tut das als ganz komplizierte Materie. Das ist nicht so kompliziert. Wohl. Ja. Wir sind vorher ausgestiegen. Ich meinte, so, jetzt habe ich einen Eschen gesehen. Du hast gesagt, ja, das ist ein Erle. Du hast gesagt, das ist ein Kreislauf. Ein Wieder. Ein Wieder. Das ist das und das. Also, ja, das ist, hast du das in der Jugend schon ein bisschen, einfach so ein bisschen gelernt? Ja, das gehört zur Grundausbildung vom Forstwart. Ja, weißt du, in der Jugend, das ist halt das Bub. Aha, interessiert also? Schon. Ja. Also ich muss jetzt sagen, ja, schon wieder, ist vielleicht nicht normal, aber so in der 5., 6. Klasse, aha. Habe ich gedacht, ich will eigentlich in den Wald. Aha, eben. Ja. Für, das ist schon fast eine Berufung. Ja, einfach, weil ich ja gerne für Joss bin. Und dann bist du so Forstwart gewesen, gell? Ja, zuerst Forstwart. Dann hast du das durch alles gelernt, dann weißt du natürlich auch, eben, dass es manchmal nicht einfach ist im Wald draussen, oder? Ja, heute haben sie es auch verdünner als wir. Wir haben auch manchmal am Feuer Zeug gegessen im Wald draussen, denke ich. Ja. Die Töpen gefroren. Genau, am Schluss nicht überbrünzelt, damit es nein, es eben schon nicht, weil nicht. Am Nachtag hast du wieder müssen feuern dort. Ich habe hier nur Spitzbuben. Aha, ja, dann bin ich einen gesehen. Ja. Ja. Und jetzt, was meinst du, hast du jetzt gesichtet? Ja. Dann nimmst du deine Thermosflasche für dich? Nein, oder? Nein, nur den Spray. Ah, eben, meine ja. Ja. Gut. Also. Da. Jawohl. Aber vorher hast du gesagt, die Lärchen, aber das ist jetzt aber keine Lärchen. Ich tue die Lärchen begünstigen. Aha, aha. Weißt du, den nehme ich jetzt weg, oder? Jawohl. 19. Da weisst du es gerade schon. Haha, halt stopp, was hast du denn hergeschrieben? Das ist Nummern. Aha. Das ist gerade Nummern, oder? Ja, wieso weisst du das schon? Ja, weil ich die hier so eingetragen habe. Als 29, weisst du? Ah, du bist vorbereitet gekommen hier, ja. Oder? Ja, genau. Also, 18, 20. Schon verrückt, wenn man denkt, du
Ja, also mir denkt das ist eine ganz schwierige Kugelsache, was du da machst. Nein, das ist nicht so schwierig. Ja, nein, Saal zeichnen nicht, das meine ich nicht. Meine Wehr wird nicht gerne sprayen. Ja, ist doch ein Seeweg, nicht? Ja. Wie war das früher gewesen? Hast du sicher keinen Spray gehabt? Nein, oder? Ein Bierli. Ich habe es jetzt noch, aber... Ah. Das sehen die Leute besser und... ja, schon ein bisschen rationeller. Weißt du, das hast jeder müssen, ich kann das nachher noch zeigen, hast jeder müssen einen Schleif machen. Ja. Und nachher mit der Kreide eine Nummer herstellen. Genau. Weil da kann man erinnern, wir haben das Holz geerntet. Also wir, der Vater, haben ihn nicht umgetan, aber der Cousin, der Dias, hat ihn immer umgetan. Genau. Und wir haben dann quasi so die kleinere Arbeit gemacht, haben dann quasi das Riesige bekommen, ein Bürdali gemacht und so weiter. Und wie viel, du tust jetzt so ein bisschen schauen, dass es ein bisschen eine richtige Menge gibt im selben Fall, hä? Du tust jetzt schauen, dass es auch ein bisschen genug Kubik gibt, dass es ein bisschen sehr gibt. Ja, da habe ich gesehen, ja, da pro Stück. Ja. Du schon wie viel es das gibt, oder? Ja. Jetzt da ist noch eine Eiche. Da noch, selbst dort hinten? Da ist noch eine Eiche, der... Aha. Die Eichen wären die, die jetzt noch Blätter drauf haben, hä? Ja. Lass mal hier schauen. Jawohl, du hast recht, das ist eine Eiche. Ja. Jetzt gibt es auch hier gleich noch eine Föhre. Jawohl. Die muss also, jetzt einfach weg. Auf sehr Blut ist der noch, dass du ein bisschen gemischt hast. Ein bisschen... Nein, die muss jetzt einfach, wenn ich sage, ja. Die Eiche, die will ich fördern. Ja. Dann muss jetzt einfach die weg, oder? Das ist der stärkste Konkurrent. Von der Eiche? Ja. Also wegen dem Hochwachsen, wegen dem Oberlichten wegnehmen, oder? Genau. Aha. Ja. Die ist ja jetzt. Oben in der Krone hin. Genau, ja. Ja, liebe Leute, also das ist... Da können wir sicher bestätigen, ein Buch mit 7 Siegeln. Nicht das Filmen und das Nachlaufen, aber genau wissen, wann, wie, wo. Also, ich bin irgendwie hin und weg von so viel Sachverstand. Da haben wir ihn wirklich viel einfacher vorgestellt. Und dann läuft er dahin, der Dres, wie. Und da habe ich gemeint, mit angefressen. Er ist nur einmal in Gottes Namen einfach Feuer und Flammen für seinen Wald. So. Gestalten vom Wald. Und, ja. Und gell, Dres, so ein Wald ist auch in Zukunft natürlich wichtig, oder? Ja, natürlich. Wenn jetzt mal zwei jung wären, könnten wahrscheinlich die anderen schon auch von quasi Hobby oder respektive Laien gefällt werden, oder? Ja. Meinst du nicht? Es ist relativ anspruchsvoll. Geht es um die Sicherheit? Ist es heute so, hat heute anders angeschaut wird? Ja, ist vor allem die Sicherheit. Ja. Und dann ist mir natürlich auch, sie sollten mir nicht nach Bäumen anschillen. Ja. Verletzen, weißt du, mit Pillen. Ja, natürlich. Ja, wenn wir das jetzt genau anschauen hier. Zum Teil hast du es so ganz kleine genommen, gell? Ja. Also dünne? Ja, weißt du, das sind jetzt derige, die. Ja, das sind jetzt so derige, die so ein bisschen raushängen und. Ja. Wo ja sowieso irgendwann drückt es dann der Schnee um, oder? Der, genau. Der Route. Jetzt nehmen wir aber hier die Eschen an. Und Eschen, das ist schon jetzt so krankheitshalber einfach weg muss, irgendwie, gell? Ja, sie sind sehr schlecht, ja. 18. Aber jetzt gehst du schnell her, überall. Du hast da deine Schublehre her. 18, 22. Ja, genau, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Du kannst glaub, irgendwie auch laufen, messen und schreiben, ja? Du schreibst es dich immer schön auf, ja? Ja, ich tue dann. Hast du noch kein Handy, ein Tablet wie ein Serviet? Wohl, wir haben schon. Eintippen. Nein, wir haben noch Geräte. Aber das ist hier eigentlich, jetzt in so einer Situation, ist es
ein Fächer mit dem Büchlein, da kannst du schon eine Notiz dazu machen. Ja. Und pro Nummer, oder? Jawohl. Jetzt bei größeren Holzschlägen nimmst du natürlich eigentlich den Computer, oder? Aha, ja. Wo du direkt kannst eingehen und dann kannst du überlesen im PC und dann hast du gerade alle Daten. Aber für so kleine, Böschli, oder, ist es eigentlich noch hilfreicher da mit dem Büchli. Ja. Jetzt haben wir also eine, die pfeifen gerade ist mit Blättern dran. Was ist jetzt das? Das ist jetzt eben eine Aspe. Aha. Oder Zitterpappel. Das ist eigentlich ein Pioniergehölz. Das heisst, Pioniergehölz kommt zuerst, wenn eine offene Fläche ist. Das sind wie Erstbesiedler, also wie die im Wilden Westen sind, oder? Aha. Einfach Erstbesiedler, die dann den Boden vorbereiten für die nachfolgenden Baumarten. Vogelbeer ist zum Beispiel auch ein Pionier. Und die Aspen gibt es nicht so viele Filme. Und darum nehmen wir jetzt die Stuhl. Weil sie ist eben für die Insekten ist sie ja sehr ein begehrter Baum, oder? Musst du die auch immer weiterbilden? Weißt du, du bist ja wandelndes Lexikon. An sich von der Ökologie her noch interessant oder wertvoll. Ja, das gehört zum Job. Also das ist jetzt nicht. Aha. Da ein bisschen, die Grundlage sollte man noch ein bisschen haben. Das ist man am falschen Ort. Was hast du gesagt? Was siehst du noch? Das ist ein Kiesbaum hier, oder? Der? Der mit dieser Querstreifen hier. Aha. Oder? Genau, da gerade. Der, der so quere. Genau. Also ja. Die lente Zelle hier. Ja. Rot-braune Rinne. Ja. Das ist ein Kiesbaum. Aha. Und dem. Ja, du, und da hast du noch einen blauen Baum. Was ist denn da los? Ja, aber da ist irgendeine Wasserleitung dahinter. Also wenn du es der rumtust, wissen Sie nur, wo die Leitung ist? Ja, das tue ich jetzt nicht. Den lässt du jetzt hocken. Ja. Ja, das ist nicht eine Maisleitung, aber da das würde mal für einen Steinbruch sein. Aha, ja. Und dann ist weg der Dreser. Er hat gesagt, wir müssen ein bisschen unten rein. Ich habe dann gehört, schnaufen von weit weg. Die Funkmikrofon, die lange noch gerade eine weite Strecke. Und dann das Holz angeschaut, vom Boden liegt. Ja, wir erinnern an das Türhölzle. Mir hat es interessiert, noch hat der Dreser gefragt, ob man nicht mehr noch Türhölzle darf. Ja, hat er gemeint, der Dreser, über die Vierförster Waldregion 2. Ja, wenn man in dem Säge, wo man Türhölzle, können wir auch so los am Boden liegen, über den Weg nehmen. Und dann ist der Dreser wieder zurückgekommen. Und Arbeit vollbracht! Ja, aber den Schreiber verloren. Oh, du, ich habe den einen. Nein, ich muss dort noch mal geschwind beim letzten Baum. Aha. Ist mir gerade aus dem Büchlein raus. Jetzt der hier. Da. Also, ja. Das ist ja gesagt, eben nichts verletzen. Ja. Das heisst mit allen Worten, der kommt hier nur gerade in die Schneise rausfällen, oder? Eigentlich, der ja. In dem Fall. Ja, oder? Ja. Der kommt sie hier raus und die eben zwei ja. Kommt sie dann hier anfällen, wenn ja. Der weg ist, oder? Aber das ist der, der steht so am Rand zu. Ja. Und so wie der gewachsen ist, das geht, dass man den dafür ja, ja, der kommt hier tipptopp in die Straße. Dort, aha. Dort ein, in die Blucke rein. Das geht schon. Aber eben, ich verstehe dich jetzt schon. Also, das wäre natürlich jetzt für Laien relativ schwierig. Bei Laien wäre die Chance gross, dass natürlich hinten in die Bäume geht. Ja, ja und eben einfach so. Ja, da kommt sie dann geschwind runter. Oder? Ja. Dann haben sie Wahl um da. Dann kommt sie, weißt du, gerade auf der Straße, wie sie auf die Seite biegen. Genau. Ja. Ja, ja. Gescheiter ist, dass wir das unter. Ja. So. So. Und das heisst jetzt eben, jetzt wär's dann mal fertig, jetzt geht's wieder zurück in die Arbeit. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich gescheiter, wenn eben die Profi das umtun. Ihr seht hier, wie kritisch das es werden kann. Das ist wirklich hohe Kunst. Mit einem Sägeblatt von 50 cm, der ist oben verhangen, muss jetzt unten den Stamm ganz durchschneiden, damit es eben dann möglich ist, um den nachher zu packen. Das ist wirklich, ich habe da gewisse Erfahrung mit Motorsägeln, eine ganz schwierige Angelegenheit. Und sie haben es hervorragend gemacht. Und wenn ihr jetzt schaut, wie der Schnitt noch ausgesehen hat, wirklich extrem gut. Ja. Und das können natürlich sehr gefährliche Situationen sein für Laien. Aber die Profi, ja, die machen es eben professionell, die haben es im Griff. Und wenn man dann so am Kanten ist und eben etwas bietet für das Holz, ja, dann muss man sich auch bewusst sein, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Wir haben es gesagt, zu einem Preis, der eben schon vor einem Haufen Jahren immer der gleiche war. Die Holzkant, die findet jedes Jahr statt, im November. Und wer dort möchte zugehen und wer möchte zuschauen, ist sicher auch herzlich eingeladen, auch wenn er nicht bietet.